geboren im malerischen Reit im Winkel in Oberbayern, 1941. Mit 5 Jahren sang Klein Margot das erste Mal zusammen mit ihrer großartigen Mutter Maria im Bauerntheater ihrer Großeltern. Deutschland, die halbe Welt lag in Schutt und Asche, Flüchtlingskinder aus dem Osten waren auf dem Entbehrungsreichen. Für Nachrichten 360 erinnert sich Margot Hellwig exklusiv an diese Zeit, die für sie eine gute war, und sorgt sich um die Kinder von heute. Wenn man mit Margot Hellwig spricht, ist da kein Platz für düstere Gedanken. Ihre klare, ruhige, melodische Stimme mit diesem bayerischen Akzent fühlt sich an wie eine vertraute Umarmung. Ich habe da sehr schöne Erinnerungen, obwohl die Umstände schlimm waren. Es kamen viele Flüchtlingskinder zu uns. Erinnert sie sich? In unserer Klasse war eine riesige Menge an Kindern. Und unsere Lehrerin war noch ganz jung, gar nicht richtig ausgebildet, kam aus dem Sudetenland. Aber trotz der Umstände habe ich es ja immerhin aufs Gymnasium geschafft. Es ist also gut ausgegangen. Ein Glück, das Margot Hellwig sich auch für die Kinder von heute wünscht, wie sie sagt. Doch die Pandemie, die drohende Verarmung der Menschen. An all das denkt Margot Hellwig, wenn sie sagt: Damals hatten wir Kinder noch eine glänzende Zukunft vor Augen. Heute sieht es da düster aus. Apropos düster. Das kennt Margot Hellwig leider auch. Vor gut einem Jahr erschütterte eine Falschgeschichte ihr harmonisches Familienleben. Ein Blatt hatte ihnen angedichtet, dass die beiden Kinder ihre Mutter in einer Erbschaftsangelegenheit übervorteilt hätten. Wir haben uns dagegen gewehrt. Aber die Geschichte geistert immer noch durchs Internet. Deshalb habe ich meinen Kindern versprochen, nie mehr mit den Medien zu sprechen. Für Nachrichten 360 machte die Herzfrau Margot Hellwig nun eine Ausnahme. Danke dafür. Auch im Namen unserer Leserschaft.